So, ich weiß, ich habe eben schon eine Aufgabe auch hochgeladen mit Durchsuche Truhe oder Munitionskisten Risszonen, aber ich zeige es jetzt gerade nochmal, weil in dem anderen Video habe ich es dann doch geschafft, in einer Runde alle drei Risszonen innerhalb von einer Runde zu machen. Deshalb habe ich es jetzt einfach nochmal hier jetzt separat gemacht. Ich werde es euch hier nochmal zeigen, falls ihr das andere Video schon gesehen habt, dann sorry dafür. Aber hier gehe ich halt nochmal ganz kurz drauf ein. Das Ganze mache ich jetzt auch und, ganz simpel im Solo-Modus, dann dauert es nämlich auch nicht so lange. So, wir müssen nämlich eh noch in der Risszone landen, von daher passt das. So, dann unten den Code, ihr seht ja, zwei Zahlen sind schon da. Die dritte Zahl wird kommen, wenn wir die 160 Abonnenten erreicht haben. Also, wenn ich hier bisher schon irgendwie helfen konnte, lasst mir einfach gerne ein Abo da. Ihr wisst doch, Support ist kein Mord. Ich mache euch hier ruckzuck die Aufgaben fertig. Weil ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch ich muss zwischendurch gucken, wie eine Aufgabe funktioniert. Da sind andere YouTuber dann meistens schneller als ich mit dem Aufgaben hochladen. So, also wie gesagt, ihr wisst ja auch, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn ihr jetzt halt immer noch kein Abo dagelassen habt, drückt jetzt einfach auf den Abonnier-Button. Würde mich halt freuen. Alle anderen natürlich auch, desto schneller wird der Code geknackt und der nächste 10-Euro-Code wird dann schon wieder da sein. So, zu den Risszonen. Einmal hier eine, dann bei Tilted, Loot Lake, Retail Row, bei Mostly Palms, dann hier unten, wo Pandora ist. Und da müssen wir halt einfach landen und da Kisten aufmachen. Ich versuche jetzt einfach mal Retail rüber zu gehen. Weil da müssten wir eigentlich dann die sechs Kisten auch gerade schnell voll kriegen. Ich denke mal, nämlich die meisten werden hier auf der Route alle tiltet runtergehen. Was natürlich ultra nervig ist, ist bei Creasy. Da sage ich ganz einfach, die Taco-Zeit, die nervt schon immens. Also es ist echt schon übel. Ich meine, man kann zwar noch kämpfen, aber so richtig begeistert bin ich davon auch nicht. Ich meine, klar, ich bin eh nicht einer der besten Spieler, aber das ist dann echt schon ein bisschen. So. Ich hoffe, ich fliege am besten alleine hin. Was aber bezweifle. Ja, es leckt auch leicht, aber. Ich habe jetzt eigentlich schon mal so direkt keinen gehört. Das wäre natürlich nice. So, die Horde macht natürlich direkt auf die Socken. Waffentechnisch sieht es wunderbar aus für mich. Kiste war nämlich auch keine da. Also was heute die Aufnahmen betrifft, da ist echt total Reinfall. So, jetzt sind wir bei 15. Boah, was ist denn los hier heute? Also, heute läuft bei mir echt, da ist der Wurm drin. Nicht eine Munition. Also, ihr wisst selber, wie viele Munitionskisten eigentlich immer in den Räumen. So, sind wir jetzt bei 16. Hier ist auch keine. Ich glaube, hier oben war auch keine. Ah, doch. Warum ist hier auf einmal Ruhe?
Naja, ganz seltsam. Schwören können, da war gerade einer. So. So, hier werden ja wohl noch Kisten. Auch nicht. Ich glaube, hier unter uns ist noch eine. Und dann werden wir nämlich auch schon die 20 haben. Richtig. So. Haben wir das nämlich auch mal endlich fertig. So, jetzt hätte ich gerne noch eine Pump und dann ist die Runde da eigentlich schon ganz gut am Laufen. Hier ist noch eine Kiste und ein bisschen Verhör. Ja, das war's wieder komplett. Aber ich finde einfach keine Pump. Das ist wieder echt ein Phänomen. Boah, das leckt ja übelst. Leben hat das Ding eigentlich. Schau ich es hier jetzt doch mal langsam durch. Da. Ich krieg einfach keine Pump, ey. Das ist so zum Heulen. Ich wollte noch nachladen kann. Ja. Sagen, da war doch immer die Kiste. Deshalb wollte ich ja eine Pam-Pam. Ich glaube, ich bin echt der schlechteste Spieler EU-West. Echt. So, wie gesagt, jetzt wisst ihr, wie das geht. Von den Truhen und Munitionskisten einfach in die Risszone rein. Easy alles öffnen. 20 Stück davon. Kann auch in 10 Runden verteilt sein. Also in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit den weiteren Aufgaben und haut rein.